Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu meiner Weihnachtsserie und zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Handcreme und Lippenbalsam ganz einfach selber machen könnt. Alles, was ich in diesem Video verwende, verlinke ich euch einmal unten in der Infobox, genauso wie die Rezepte. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für weitere Weihnachtsvideos und ohne weitere Vorrede geht's jetzt los. Für die Herstellung von Lavendelhandcreme benötigt ihr Bienenwachs, Shea Butter, Mandel und Kokosöl. Damit das Ganze nach Lavendel riecht, braucht ihr dann natürlich auch noch ein ätherisches Öl und braucht ihr noch eine Küchenwaage und ein Gefäß, am besten aus Metall, um eure Zutaten einmal einzuschmelzen. Außerdem ist so ein Lebensmittelthermometer hilfreich, weil ihr ätherische Öle nicht zu sehr erhitzen dürft. Außerdem braucht ihr noch so kleine Tiegelchen, um die Creme abzufüllen. Und weil ätherische Öle lichtempfindlich sind, habe ich so kleine Braunglasgläschen genommen. Die haben so einen Einsatz, damit sie luftdicht verschlossen sind, und einen Schraubdeckel, und ich hatte so ein Set mit zwei verschiedenen Größen. Ganz wichtig beim Herstellen von Kosmetikprodukten ist, dass ihr hygienisch arbeitet, und das gilt auch für die Gläschen. Die könnt ihr desinfizieren, indem ihr sie einmal für 10 Minuten bei 150 Grad im Ofen erhitzt. Hier wirklich nur das Glas nehmen und nicht die Plastikteile. Dann könnt ihr auch schon anfangen, eure Creme anzumischen. Dafür braucht ihr 35 Gramm Bienenwachs, 50 Gramm Mandelöl, 50 Gramm Shea Butter und 50 Gramm Kokosöl. Je mehr Bienenwachs ihr verwendet, desto fester wird die Creme. Und das genaue Rezept schreibe ich euch auch nochmal unten in die Infobox. Wenn ihr das gemacht habt, sind die Gläschen wahrscheinlich schon sterilisiert. Und die solltet ihr dann auch aus dem Ofen holen und abkühlen lassen, weil die kalt sein sollten, wenn die Creme da eingefüllt wird. Die Zutaten schmelzt ihr dann in einem Wasserbad bei mittlerer Hitze. Ich habe hier 5 von 9 genommen. Und das dauert etwas. Ihr könnt zwischendurch immer mal wieder umrühren. Und den höchsten Schmelzpunkt hat das Bienenwachs. Das heißt, es wird bis zum Ende übrig bleiben und so kleine Kügelchen bilden. Und insgesamt müsstet ihr dann so ein goldenes Öl bekommen. Ich messe dann mit einem Lebensmittelthermometer immer die Temperatur. Ätherische Öle verdampfen bei unterschiedlichen Temperaturen und sollten auch nicht zu heiß verbrannt werden. Das heißt, ich warte, bis meine Flüssigkeit maximal noch eine Temperatur von 50 Grad hat. Und dann habe ich in dem Fall ca. 20 Tropfen ätherisches Öl dazugegeben, einmal kurz umgerührt und die Flüssigkeit dann in die Gläschen gefüllt. Dann müsst ihr eigentlich nur warten, die härtet recht schnell aus, und dann könnt ihr auch schon den Deckel drauf geben und zudrehen. Was ich dann noch gemacht habe, ist online so ein kleines Label zu entwerfen. Dafür habe ich die Deckel ausgemessen, die etwa 5 cm breit sind, und dann etwas kleiner das Label gedruckt. Ich habe so bedruckbares Stickerpapier, das verlinke ich euch auch einmal unter diesem Video. Damit habt ihr es dann natürlich am einfachsten, wenn ihr das Glas bekleben wollt. Und damit wäre die Lavendelhandcreme auch schon fertig. Das perfekte Geschenk zu Weihnachten, Nikolaus oder einfach zum selber behalten. Als zweites habe ich dann noch einen Lippenbalsam gemacht mit Bienenwachs, Shea Butter und Kokosöl. Und hierfür habe ich dann das Orangenöl genommen, weil das für mich mit am weihnachtlichsten roch. Aber ihr könnt natürlich jeden anderen Geruch auch nehmen. Und dann nehmt ihr zu gleichen Teilen, und ich habe hier jeweils 20 Gramm genommen, Bienenwachs, Kokosöl und Shea Butter, und schmelzt das Ganze wieder langsam über einem Wasserbad. Auch hier müsst ihr die Gläschen, diesmal eine Nummer kleiner, im Ofen sterilisieren und abkühlen lassen, bevor ihr das Ganze abfüllt. Ich habe nach dem Abkühlen dann etwa 10 Tropfen Orangenöl dazugegeben, umgerührt und das Ganze in die kleinen Gläschen gefüllt. Hier ist es wirklich von Vorteil, so einen kleinen Kessel mit Ausguss zum Einschmelzen zu haben, weil die Öffnungen der Glasgefäße dann doch recht klein sind. Auch hier habe ich dann kurz nach dem Abkühlen die Gläschen verschlossen und mit einem kleinen Etikett versehen. Und das war's dann auch schon mit dem zweiten DIY und mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für weitere Weihnachtsvideos, und wir sehen uns im nächsten Video.